So, neue Loot-Chest bekommen und heute filme ich mal vom Sofa aus. Ich bin nämlich super faul. Hallo. Und kennt ihr ja, letzten Monat schon mal eine vorgestellt. Das ist eine Box. Ich habe keinen Plan, was da drin ist. Und da schaue ich jetzt mal rein für euch. Futter habe ich auch schon gemacht. Fettes Toastbrot mit Gouda. Smoothie. Und würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mein Assistent Rambo, der findet das Ganze. Oh. Das ist wieder gefährlich. Ich kenne mich nämlich. Der Smoothie, der fällt nachher sonst um. Ich habe gerade noch eine Schere hier. So, jetzt müssen wir erstmal aufschnackeln hier. Wo ist denn das? Ach, da oben habe ich. So. Habe ich ja gesagt, heute zweiter Weihnachtstag wollte ich das noch gemacht haben. So, das kennt man ja schon vom letzten Mal. Hier ist nachher wieder alles das abgebildet, was drin ist. Loot Chest für Dezember 2016. Gucken wir gleich mal rein. Ne, zeige ich noch nicht, weil dann wisst ihr ja gleich, was drin ist. So, was haben wir denn hier Schönes? Pac-Man Alarmclock. Pac-Man Alarmclock. Jawohl. Pac-Man Alarmclock. Ha, Kekse. Schokik. Helle Mark Schokik. Vanillecream. Der wird gleich direkt gefuttert. Wird ich noch dicker. Spectre. James Bond. Spectre. Das ist bestimmt ein Kartenspiel. Könnte ich mir vorstellen. Kartenspiel. Was ist denn das? Ah, das ist ein Handy. Ein Handy-Dingsbums fürs Handy rein. Nee, das ist ein. Hä, was? Das ist doch ein Handybeutel. Mikrofaser-Brillenputzbeutel. Ein Brillenputzbeutel. Ah, ich glaube, da macht man das Handy rein, dann schüttelt man das Ganze und dann ist das automatisch sauber. Fließt. Nee, T-Shirt. Ah, Flash. Jawohl. Flash-T-Shirt. Ah, Assassin's Creed. Das ist ein Energy Drink. Und ist er zuckerfrei? Nö. Der hat nur 13 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. 13 Gramm. Boah, das ist ja super übel. Also, liebe Leute, da hättet ihr wenigstens mal für die Kinder einen zuckerfreien beilegen können. 13 Gramm. Dann sind in der Dose drin 26 plus irgendwas, 35 Gramm oder so, keine Ahnung. 35 Gramm Zucker. Was ist denn das hier? Ah, das ist bestimmt für einen Weihnachtsbaum zu hängen. So ein Darth Vader-Helmchen. So. Die Sachen zeige ich dann gleich nochmal und dann schauen wir als erstes jetzt mal in das Heftle hier rein. Jetzt muss er genau mal hin zeigen. So, das ist so ein bisschen bla bla. Eigentlich jedem Heft fast dasselbe. Begrüßungstest, sage ich jetzt mal. So, dann gibt es irgend so einen Gewinner des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wird hier mal so ein YouTube-Kanal vorgestellt. So, dann fangen wir mal an. Und zwar das Flash-T-Shirt. Es ist schon wieder 10 vor 8 und der Bus zur Arbeit ist schon abgefahren. Dann zieh dir schnell dein neues Flash-T-Shirt über und ab dafür. Dieses T-Shirt bringt dich in Blitzgeschwindigkeit zum Ziel. Marktpreis in 20. Haben wir ja hier. Flash-T-Shirt. Ja, jetzt müsste ich das mal mit Blitzgeschwindigkeit auspacken. Genau, da packen wir das mal hier unten. The Flash. Ups. Ups, was kam der denn her? Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir hier das Flash-T-Shirt mit der Superhelden Batman, Green Lantern und Superman. Ich habe mir gestern, ich darf hier nicht so viel reden wie letzten Mal im Video, weil das wurde dann zu lang, da hat man sich beschwert. Gestern habe ich Suicide Squad mir angeguckt. Hat mir aber nicht gefallen, der Film. Ich hatte mir die Blu-ray gekauft und war ein bisschen enttäuscht. Das ist mir ja so kinderhaft gewesen. Der Batman vs. Superman, der war richtig cool, aber Suicide Squad, nee. Flash habe ich mir auf Prime, Amazon Prime, glaube ich, die erste Staffel war es. Die ersten beiden Staffeln, ich weiß es gar nicht mehr, angeschaut. War okay gewesen. Jo, einmal Flash zum Anziehen. Schickes T-Shirt. Weg damit.
Wo ist mein Teil, Bumsdings? Ah, weiter geht's. Wir sind beim Pac-Man-Wecker. Jo, was steht da? Upsa. Damit man morgens gar nicht erst in Zeitstress gerät, macht sich ein Pac-Man-Wecker natürlich sehr nützlich. Er ist nicht nur schön anzusehen, sondern weckt dich jeden Morgen zuverlässig im Raid-Crew-Style. Marktpreis 15 Kracher. Pac-Man, wo haben wir den? Hier ist der Pac-Man-Wecker. Ja, den sieht man einmal hier vorne. Pac-Man an der Seite. Pac-Man hinten und Pac-Man nochmal an der anderen Seite. Pac-Man-Wecker. Machen wir den mal raus hier. Ba, 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 ba. Pac-Man. Yeah, Pac-Man. Das ist cool. Das ist, finde ich, lustig. Muss ich nachher mal gucken, wenn ich den stelle. Ah, da kommen bestimmt Batterien rein, oder? Nee, das... keine Ahnung. Ist da was zum Aufmachen? Nee, sieht nicht so aus, gell? Doch, da kommen doch bestimmt Batterien rein. Den muss ich nachher mal gucken. Auf jeden Fall Pac-Man-Wecker. Weiter geht's. Weiter geht's. Ah, James Bond. James Bond. Power Deck. Um ein Pokerspiel zu gewinnen, brauchst du keine Superkräfte. Mach es einfach wie James Bond und nutze die richtige Ausrüstung. Marktpreis. In Fuffi, in Fünfer. Nicht Fuffi, in Fünfer. Wo ist er denn hin? Da ist er doch. Jo. James Bond Kartenspiel. Wo ist meine Schere? Habt ihr schon mal meine coole Fischbettdecke gesehen? Fischbettdecke, genau. Das ist voll fluschig, flauschig. James Bond. Kennt ihr das? Das will nicht weg. So, jetzt haben wir es weg. Was haben wir denn da Schönes? James Bond? Kuh? Okay, da sind dann so verschiedene Darsteller drauf. Day of the Dead. Ach, das ist aus dem Film, so verschiedene Sachen. Der Aston Martin. Okay. Ja. Ach, der Dings. Ja, wie gesagt, das ist ein Kartenspiel mit bunten Bilderchen hinten drauf, mit verschiedenen Bezeichnungen. Ja, für Fans halt. Ihr könnt halt eine Runde zocken mit. Wo ist meine Verpackung? Für den nächsten Zockerabend. So, schnackeln wir mal eine Seite hier rum. Star Wars Brillenputztuch. Nutze diesen Brillenputzbeutel, um deine Sonnenbrille ständig sauber zu halten. So bist du immer perfekt für deinen nächsten Urlaub und Tatooine vorbereitet. Ne, wie heißt das? Boah, kannst du das aussprechen? Tatooine? Tatooine? Tatooine. Heißt das so? Ja. Tatooine. Jetzt haben wir es bestimmt falsch ausgesprochen und die tun uns dann in den Kommentaren vernichten, die Leute. Das ist doch egal. Finde ich auch. Es geht mir so am Arsch vorbei. Wir sollen ruhig lustig sein. Ja, genau. Wir sind nämlich heute die drei lustigen zwei. Zeig mal deine Hand. Meine Hand. Nee, du musst die Hand weiter vorne machen. Hallo. Hallo. So Rambo. Das tun sie dann wieder alle fragen. Wer ist denn das? Geht dir nichts an. Genau, geht euch gar nichts an. Seid ihr viel zu jung für. Wir sind beim Brillenputz. Jetzt habe ich meine Brille natürlich. Liegt die da? Wie kann auch mein Handy. Das Handy von Nena, nimm mal meins. Hä, ich habe eben noch meine... Das muss aber geputzt werden. Meins ist dreckiger wie deins. Hä, ich habe doch eben noch meine... Wo habe ich denn... Ach, die liegt doch hier neben mir. Ich bin plinfig. Ja, wenn ich die Brille nicht auf, sehe ich nichts. Na gut, soweit kann ich da gucken. Da ist ja meine geile Brille. So, also soll ich... Wie macht man das? Also reinpassen und dann... Nein. Sondern? Erklär mir es. Du solltest mal den Finger da... Ich glaube, nimm mal... Ich weiß es auch gar nicht. Wir sind voll doof. Ja, guck doch mal, du machst die hier rein. Ich mach die rein und dann muss ich... Warte mal. Ja, du musst erstmal zumachen, die Brille, ne? Um die rein zu machen. Ja, ich muss auf beide Seiten, dann komme ich doch da nicht dran. Lass mich mal was ausprobieren. Ich steck das jetzt mal so rein und das ist voll falsch. Und jetzt mache ich mal hier so. Oh, Glanz. Sie war nie sauberer gewesen. Oh, vorher, sieht man das überhaupt jetzt hier? Vorher, nachher? Nee, gell? Also, ja... Weil, wenn ich sie so reinmache, dann kann ich ja nur vorne putzen. Oder, warte mal, mal gucken. Wenn ich sie so reinmache, dann muss ich... Ah, oh, das geht auch. Siehst du, dann kannst du so dahinter. Ja, du könntest das auch putzen. Das könnte aber auch ein Aufbewahrungsbeutel sein, gell? Achso, habe ich noch gar nicht gezeigt hier. So, jetzt ist es super blitzeblank. Wahnsinn, wie neu. Star Wars. Kann ich nicht aussprechen. Ich kann es ausschweigen, aber ich sag mal, Rogue One geht ja doch, aber naja. Und hier sind jede Menge Stormtrooper hinten drauf. Da
Das Ganze könnt ihr dann noch hier hinten so zuzippen. Brillenputztuch. So, Cookie. Jawohl. Nee, nee, wir sind bei einem Energy Drink. Der Film, der muss super schlechte Rezension bekommen haben. Der kommt ja jetzt. Kommt der oder ist er schon im Kino? Ich weiß es gar nicht. Mit diesem Drink nimmst du die Fähigkeit eines Assassinen in dich auf. Du wirst das Gefühl haben, jedes Haus erklimmen zu können. Oh, oh, sehr schlechte Beschreibung. Achtung, für Todessprünge, die nicht in einer mit Heu beladenen Kutsche enden, zahlen wir keine Haftung. Ist aber trotzdem nicht so gut, wenn man hier schreibt. Ja, du kannst jetzt auf jedes... Oh, ich hab gespuckt, guck mal. Du kannst auf jedes Dach gehen und da rumturnen. Zumal, ich meine, kennt ihr, bei was war es? Ab durch die Hecke, da hat doch dieses... Das war das Eichhörnchen, gell? War das ein Eichhörnchen? Ich weiß nicht, ich habe ab durch die Hecke... Jetzt sehe ich dich immer beim Hellen, ey. So siehst du also aus. Wir müssen gleich das Licht wieder ausmachen. Aua, geh weg. Ich wollte sagen... Geh weg. nimmt ihr überhaupt noch auf hier? Ah ja, genau, 8 Minuten, aber wieder viel zu lang. Was wollt ihr sagen? Ja, also super heftig, 13 Gramm Zucker. Das, also ich glaube, so viel habe ich noch nie was gesehen. Aber damit könnt ihr halt in Heuballen reinspringen. Gell? Tut auch gar nicht weh. Achtung, Ironie, gell? Pfandfrei. Oh, ja. Ich bin mehr so der Booster-Fan. Booster Gold. Kennt ihr eh nicht. So. Wir sind eine Weihnachtskugel. Ja, die kommt gleich. Es kommt erst der Cookie hier. So, wir sind noch drauf. Dieser kleine Vanillecreme-Kuchen stimmt dich schon mal perfekt auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Oh ja. Hm, komm her, mein knuspriger kleiner Teigfreund. Mmh. Ah, Schokolade. Oh. Mmh. Er hatte etwas Mühe, das gelb-goldene Papier auszupacken, aber dann. Ich habe in meinem Leben nie was Leckeres gegessen. Oh, ich habe die Hälfte verloren. Mmh. Der schmeckt aber echt cool. Und? Gut, er hat ein bisschen mehr Zucker. Er hat ein bisschen mehr Zucker als der Energy Drink, aber. Schmeckt super geil. So, jetzt sind wir fast fertig. Es kommt noch, glaube ich, Christbaumkugel. Juhu, Star Wars, Darth Vader. Die Weihnachtszeit ist im vollen Gange. Nee, heute ist der letzte Tag. Und es ist mal wieder Zeit, deinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Wir wollen dir mit dieser Star Wars Christbaumkugel helfen, deinen Tannenbaum zum coolsten der ganzen Galaxie zu machen. Also ja, Marktpreis in 10er. Gibt es in 2 Versionen. Stormtrooper oder Darth Vader. Ach, machen wir noch gerade. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da ist er doch. Ist er wieder? Oh, da ist er. Wo ist meine Schere? Ah, jetzt reiche mir die Schere. Es reibt sich mit der Lotion ein. So. Darth Vader. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh. Nein. Ah, jetzt kann man wieder dran. Kannst du reinstecken. Hier sind Kinder, Mann. Zügle deine Worte, Weib. Jetzt hast du es kapiert. Du bist normal jetzt so ein... Also ich denke nicht an sowas, wenn ich sowas sage. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nee, jetzt ist es ganz wieder. Ich bin voll begabt in meinen Fingern. Das darf ich auch nicht sagen. Pfui, pfui, pfui. So, das Vader Christbaumkugel für an euren Christbaum zu hängen. Ja, so schaut's aus. Ihr kauft euch noch 200 Stück und habt ihr den geilsten Christbaum in der Galaxie. Wir sind fertig. Jetzt habe ich hier noch was. Ach, da gibt's wieder James Bond Special und was von Assassin's Creed. Nee, das ist ein Gewinnspiel, oder? Limited Edition, Power, bla bla bla. Mitmachen, gewinnen. Nee, gewinne brauchen wir nicht. Soll ich das noch vorlesen? James Bond, jetzt dauert das wieder so lang. Aber ich kann mal kurz so ein paar Infos... Geschüttelt, nicht gerührt. So trinkt er seinen Wodka, Martini am liebsten. Die Rede ist von James Bond. James Bond, Agent 007. Überwältigt und schon seit mehr als 50... Überwältigt? Genau, 50 Jahren. Überwältigt und schon seit mehr als 50 Jahren. Zeigt euch ein paar von... also Fakten, bla bla und so weiter. In Goldfinger weigert sich Sean Connery, seinen Ehering abzunehmen und trug deshalb eine fleischfarbene Bandage über seinen Ring. Fleischpeitsche. Pfui! Nimm das aus dem Mund. Ich brauche ein Taschentuch. Ja, ja, klar, Taschentuch. Taschentuch. Hallo, natürlich. Ja, ja, ja. Überall sagen, das ist Liebe, so.
Kameras da. Also, James Bond, Roger Moore und seine Miss Moneypenny haben früher zusammen die Schulbank gedrückt. Ja, siehst du mal. 007 Daniel Craig ist das Nesthäkchen. Er ist jünger als die Bond-Filmreihe selber. Ja, toll, super. Nach allem, was Bond für Großbritannien getan hat, ist das, fällt da nicht ein S, ist das Mindeste? Keine Ahnung. Egal. Ist das Mindeste, was wir für Bond tun können? Sagt das MI6 über die Erlaubnis, die Dreharbeiten zu James Bond 007, die Welt ist nicht genug, in der Nähe ihres Hauptquartiers Platz finden zu lassen. Ja. Du hast die Haare schön. Habe ich das heute schon gesagt? Du hast gesagt, ich soll nicht lügen. Du hast die Haare schön. Sean Connery trägt in allen seinen James Bond Filmen ein Toupet. Das ist ja der Hammer. Das wusste ich noch nicht. Regen die Frisur sitzt, Wind die Frisur sitzt, Heidi Klum wäre beeindruckt. Krass. Noch ein Beauty-Geheimnis. Es dauert täglich 3 Stunden, bis Rick Junes Make-up fertig ist. Rick Junes? Keine Ahnung. Habt ihr schon mal einen Job bekommen, durch folgenden Satz zu sagen? Ich bin groß, ich bin böse und ich bin Deutscher. Nein, Götz Otto übernimmt die Crew in nur 5 Sekunden damit und bekam die Rolle als Stamper in James Bond 007, der morgen stirbt nie. Überzeugte die Crew. Ja, So ist das halt. Kreativ in der Kampfszene aus Diamantenfieber, ich gebe mir ein bisschen Mühe jetzt mit dem Lesen wieder, wird Blofeld in einen dampfenden, blubbernden Lavapool geworfen. Aber die Lava ist in echt nur ein Kartoffelpüree mit Lebensmittelfarbe versetzt. Da fällt man doch gerne rein. Das ist wie der, da hat doch mal einer angerufen, wie hieß dieser Pavian, nach der Typ, der immer, wo du da im Radio anrufen konntest, da nachts. Dorian, weißt du, wie ich meine? Da haben doch immer Leute angerufen, die Probleme hatten. Ja, ich hab's vergessen. Da hat doch mal einer angerufen, ja, er hat daheim so eine Badewanne und da hat er 50 Kilo Met drin, ja. So Kartoffelpüree, Met. Ihr wisst, was ich meine, gell? Naja, gut. Das soll ein super Geheimagent sein. Roger Moore nahm etwas Valium und trank ein Glas Bier, um sich für die Kletterszene in tödlicher Mission Mut anzutrinken. Ja, so ist es halt, gell? Jo, liebe Leute, bin ich mal nicht auf eine halbe Stunde gekommen wie letztes Mal. Wo ist mein Keks? Der Keks, der war da. Boah, ach, das sind deine Beine, ich hab gar die Katze da drunter. So, das war da wieder der Testmischel. Nächsten Monat gibt's wieder so eine Box. Und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Ich schaue mir jetzt noch einen Keks in den Hals rein. Und dann sage ich mal, ja, viel Spaß noch von dem letzten Weihnachtsabend. Und immer schön sauber bleiben. Mahlzeit.